Entschuldigen Sie die Störung. Alles okay? Ich halte das nicht aus. Ich muss aus einer toxischen Beziehung raus. Erzähl uns doch erstmal, warum du zu uns kommst. Mein Boss ist anders. Du wirst ihn nicht mehr los. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme, Meister! Und du hast das Gefühl, er kann dich mit einem Fingerschnips töten. Er muss nicht immer schnipsen. Okay. Aha, kommt einem bekannt vor. Ja, was? Renfield, bring mir unschuldige Opfer. Ich will eine Handvoll Nonnen, eine Busladung Cheerleader. Und ich will einfach wieder ein normales Leben. Aber die moderne Welt ist sehr gefährlich. Nein, 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 nein. Vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Habe ich Sie gerade mit einem dekorativen Servierteller einem die Arme abschlagen sehen? Ist eine Frage der Technik. Lassen Sie mich erklären. Mein Boss hat mir diese Macht verliehen. Dafür kümmere ich mich um ihn, betreue ihn, bringe ihm Essen. Sie bringen ihm Menschen zu essen? Das heißt, Sie sind der Pizza-Service des Bösen. Und wenn du dich nicht mehr auf seine Bedürfnisse fokussierst, was passiert dann? Dann entfaltet sich seine volle Macht nicht. Richtig, seine volle Macht entfaltet sich nicht. Wow, was ist das denn für eine krasse Formulierung? Aber ja! Hi, kommen Sie zu unserem Treffen? Ja, kommen Sie ruhig rein! Nein! Manche nennen mich den Finsteren, andere den Herrn des Todes. Doch für die meisten bin ich Dracula. Okay, offenbar haben wir es hier mit etwas mehr als nur Narzissmus zu tun. Jetzt, lass uns essen!